B1.6. Begründen Sie, dass es unter den Parallelogrammen A, N, B, N, C, N, D, N kein Rechteck gibt. Begründen kann man entweder mit Hilfe einer Rechnung machen oder auch, wenn man es anders schafft, ist es auch in Ordnung. Je nachdem, was einem lieber ist. Okay, Eigenschaften eines Rechtecks ist, alle Winkel sind 90 Grad groß und die gegenüberliegenden Seiten sind gleich lang. Das ist beim Parallelogramm immer der Fall, haben wir als Ursprung vorgegeben, aber nochmal auf die Winkel zurück, sind die tatsächlich überall 90 Grad? Das kann man jetzt begründen. Also man kann zum Beispiel aufschreiben, bei einem Rechteck liegen die Seiten senkrecht aufeinander. Okay, schauen wir uns an, was haben wir gegeben. Die Strecke ANBN, wie liegt denn die? Nämlich parallel zur Y-Achse. Die Strecke BNCN, wie liegt die? Nicht parallel zur X-Achse. So, was folgt daraus? Wenn die eine parallel zur Y-Achse liegt und die andere liegt nicht parallel zur X-Achse, können sie folglich nicht senkrecht zueinander sein. Und folglich gibt es keine Rechtecke. So, das wäre für mich schon ausreichend. Wir können jetzt noch sagen, warum liegt A und B immer parallel zur Y-Achse? Weil sie die gleiche Abszisse X haben. Warum liegt BNCN nicht parallel zur Y-Achse hier? Warum liegt BNCN nicht parallel zur X-Achse? Ja, B und C liegen ja auf der geraden G. Diese gerade G hat eine Steigung, die ist ungleich 0. Und folglich kann sie nicht parallel zur X-Achse sein. Ja, wenn sie parallel zur X-Achse läge, müsste die Steigung entsprechend 0 sein. Und damit sind wir jetzt fertig.